Ja, Leute, zurück sind wir. Resident Evil. Moin, moin! Moin! Hallöchen, liebe Zuschauer und Abonnenten! Hallo! Etwas länger schon nicht mehr aufgenommen. Ein bisschen, ja. Oh, aber. Zwei Tage so. Oder so. Ist so. Ich hatte wichtige Prüfungen zu absolvieren, habe Xbox gezockt, das war wichtiger gerade. Genau. Ja. Also, willkommen zurück zu Resident Evil 5. Endlich mal wieder. Ja. Ist nicht jetzt schon das Neue draußen? Nein, 6 ist noch nicht draußen, das kommt aber demnächst. Ich meine, es wäre schon draußen. Nein, Nummer 6 ist noch nicht draußen. Operation, was weiß ich. Nein, Operation Raccoon City ist für ein Anus. AI. Okay, machen wir weiter. Der wirkliche Nachfolger wird ja hier 6 werden. Boah, 6 ist noch nicht draußen. So, fertig, verlassen, hier. Ja. Ready. Okay. Weißt du einfach, wo wir jetzt stehen geblieben waren? Ich glaube, bei diesem komischen Troll. Ja, bei dem Monster-Riesenteil, ja. Was uns weggeballert hat. Und das spielst du immer noch auf Englisch. Echt scheiße. Bei mir nicht. Edward Ashford, das fünfte Oberhaupt der Ashford-Familie. Bla. Oh, interessant. Bla, bla, bla. Oh, alle tot. Stimmt, wir hatten uns doch als letztes durch dieses Minenwerk da geschlagen. Oh, weißt du noch? Das mit der Lampe. Das war richtig kotzend. Das mit der Lampe, das war echt witzig. Oh, Mann. Bam, bam, bam. Oh, 5.1 Sound, Wahnsinn, Alter. Du hast bestimmt nur Stereo, oder? Ich hab auch 5.1, glaube ich. Echt? Ja, aber Kopfhörer halt. Spielst du mit Controller oder Tastatur? Taster. Schade, weil beim Controller wäre jetzt noch Feedback, Force Feedback drin, Alter, Wahnsinn. Also Vibration, nicht Force Feedback. Force Feedback ist über Lenkrädern. Oh, wow, wow. Kaputt! Oh! Manche. Was müssen wir überhaupt machen? Das? Scheiße. Angst. Stimmt, das war das mit dem Bart, ey. Aber das ist echt Monsterviech mit dem weißen Bart. Boah, der das ist der Weihnachtsmann! Ich hab den Weihnachtsmann gefunden. Der Mundgeruch. Ja, ist egal. Das ist der Weihnachtsmann, dann bring uns Geschenke, Mann. Oh, ja. Ich war gerne mit dem Steuerung. Nein. Tja, Kugeln helfen wohl nichts. Ich wollte gerade sagen, das wird's bringen. Mit einer kleinen Mini-Pistole aus so einem riesen Viech anzuballern. Mit den Säcken. Das ist bestimmt wie so ein Mückenstich bei uns. Das juckt den nicht wirklich. Ich bin eine Frau, glaube ich. Ja, ja. Du bist eine Frau, natürlich bist du eine Frau. Du bist eine Frau. Oh ja. Haha, Lea. Eat this. Alter. Yay! Ey, wie soll man das denn machen? Ach so. Schön im Kopf. Oh, oh shit! Ich muss was drücken. Big Event, scheiße. Auf den Fuß! Okay. Echt? Oh, das muss ich drücken. Lol. Oh, was ist jetzt los? Auf die, auf der Fass! Wuff. Ach, scheiße. Oh, was ist jetzt los? Kommt irgendwas raus. Dein ist auch ein Fass. Okay, auf die komischen Armviecher. Abbrust. Jetzt hättest du vielleicht auf das Fass schießen sollen, nicht? Na, ist egal. Oh, shit. Ich weiß auch nicht so. Okay, das tat weh. Wie soll man das denn abwehren, das Ding? Geht doch gar nicht. Das ist echt hart. Und pass auf, dass deine blöde Waffe nicht überhitzt, ne? Oh. Oh, shit. Ja. Wenn er den Fuß hochhebt, dann musst du auf den Fuß ballern. Und jetzt duken. Ich hab nichts zu verlieren. Und jetzt auf den Fuß, auf den Fuß! Okay. Ja, aber bei mir ist das hier so nah dran. Ja, ist doch egal. Oh, das war B-Duken, leg mich doch am Arsch. Ja, ich hab, wusste überhaupt nicht, was ich drücken soll die ganze Zeit. Na, jetzt weiß ich F. Hier steht V. dran, X-Duken, B-Duken und so weiter und so fort. Alter, hängen da Leute an seinem Gürtel? Ja. Ah. Sollen wir denn so schnell drücken, bitte? Weiß ich nicht. Yeah. Okay, du weißt, was du tun hast? Schön auf die Würmer. Auf die Würmer. Und jetzt auf das Fass da hinten. Okay. Oh, Stein. Dann jetzt auf das Fass da hinten. Puff! Ah, so kann man den Stein abwehren. Okay. Ach, du komm. Ich hab noch voll Lust. Der eine Wurm ist weg. Ja, merke ich schon.
Und jetzt noch auf das linke. Oh, noch den Fuß. Oh Mann, das war knapp. Oh, oh je, je. Ich bin überhitzt. Fuck, ich bin überhitzt. Der hat eine Schweinenase. Oh mein Gott. Wir haben die kritische Masse erreicht. Man overheat. Scheiße. Überhitzt. Schön, beide sind weg. Sind jetzt tot? Nein, natürlich nicht. Nein. Eat this bastard. Eat shit and die. Alter, der mit Molotov-Cocktails, der sagt da hinten. Wir brennen. Ich hab den im... Fuck. Hast du ihn erwischt auf dem Dach da hinten? Ja. Ja. Na, stirbst du? Okay, okay. Oh ja, leck mich doch. Das ist doch lächerlich. Das gibt's doch nicht. Jetzt holt er noch einen Stein raus oder was? Ja, super. Sollen wir den denn jetzt abwehren? Auf den Stein schießen. Auf den Stein schießen. Ja, toll. Hast du nicht auf den Stein geschossen oder was? Oder auch nicht. Oh, oh, Laternen machen was. Oh mein Gott, kaputt schießen. Ja, so schnell kann man gar nicht drücken, wie die das sagen. Alter Schwede. Okay. Jetzt wenn er den Stein aus dem Boden holt, auf den Stein schießen das zweite Mal. Das erste Mal auf das Fass, damit es instant weg ist. Und das zweite Mal auf den Stein direkt schießen. Und immer wenn er den Fuß hebt, auf den Fuß heben. Und sonst immer auf den Kopf. Ah. Klar soweit? Ja. So. Nicht auf das Fass. Du auf das Fass. Jetzt auf das Fass. Okay. Jetzt Fass, ne? Jetzt Fass, genau. Oh. Shit, zu spät gedrückt, fuck. Da steht links der Typen, der Molotov-Typ. Kümmer du dich um den Molotov-Typen links auf dem Dach. Ja. Und lass dich möglichst nicht von den Schlägen erwischen. Okay, der rechte ist hinüber. Jetzt der linke Arm, der auf dem linken Arm. Okay. Alles klar. Oh, wow, wow. Gut, Alter, wir werden besser. Das ist schon mal gut. Aber nur langsam. Duken! Links Molotov-Typ auf dem Dach. Ah, das war knapp, Alter. Habe ich noch rechtzeitig erwischt, ey. Was macht er? Oh, ich auch nicht. Ich wollte gerade anstürmen, Mann. Wir haben ihn veraltet. Scheiße, überhitzt schon wieder. Jetzt auf die Mast schießen, oder? Weiß ich nicht. Konzentriere dich am besten auf die Hände oder so. Oder duck dich einfach drüber hinweg. Drunter hinweg. Nicht drüber, das macht da gar keinen Sinn dran. Ah, okay, der macht es. Okay. Dann schlafen wir wieder zurück. Auf die komischen Tentakel da. Ja, auf die Tentakel, genau. Das war auch. Alter Schwede, habe ich mal Skills, Alter. Ich habe noch über die Hälfte der Lebenspunkte. Oh oh. Skills, Mann, ohne Scheiß. Okay, bleibt nur noch einer übrig. Einer übrig nur noch. Hä, schon wieder so ein Scheiß. Auf das Fass da ganz rechts. Auf das Fass. Bam. Noch ein Tentakel, ja, der ist auch. Ja, bin ich kaputt geschossen, ja? Bin ich Gott? Ja, Wahnsinn, Mann. Ja, schon wieder so ein Scheiß. Hä, wie oft kommt das denn? Boah. Kaputt! Jawohl! Meine Fresse. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, unbedingt, Mann. Und ich hätte ich das bestimmt nicht hinbekommen. So, ein ganzes Stück Arbeit, ey. Ja. Ist das denn nachher in der Aufnahme auch nicht zu laut, sodass man unsere Stimme auch noch gut raushört? Mhm. Das ist ja wichtig. Also ich konnte dich noch hören. Ja, aber
in der Aufnahme dann nachher. Sonst musst du das manuell irgendwie einstellen oder so. Bäuerchen. Where are you, Josh? Nimmst du das separat auf den... Na, ist egal. Nö, ich nehme alles mit Crips auf. You don't have to do this. You can still back out. What about you? Ja, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, weil dann kannst du ja den Sound gar nicht mehr richtig einstellen, weißt du? Ja, weiß ich. Weil wenn wir es jetzt schon vom Sound her zu vermischt aufnehmen, dann hört man das nachher nicht mehr richtig, was wir sagen. Ja, ja, das geht auch schon. Müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Oder vielleicht geht's ja auch mit dem Sound. Worüber labern die? Weiß ich nicht. Irgendwas mit Partnern und so. Und warten. Orkan. Klebst mir nur am Arsch, Alter. Ja, weiß ich. Bin ich für berüchtigt. I don't have much time. I have to find her. I have to find her. I'm going with you. Da jetzt die beiden mit englischem Akzent, das wäre so geil. Tja, ich hab's mit englischem Akzent. Nein. Alter, die Sprachausgabe in beiden ist auch in der deutschen Version auf Englisch. Ach so. Nur ich hab deutsche Untertitel, du nicht. Ach so. Außerdem ist das kein englischer Akzent, das ist normal amerikanisches Englisch. Weiß ich. Ja, was laberst du? Ja. Alter. Alter. Dumm. Was ist das für ein Gefährt? Ein... Luftkissenboot, nicht so ein Scheiß. Oh ja, tatsächlich. Luftboot. Ein Luftboot? Ein Luftboot? Ja, es hebt gleich ab. Womit fährt dieses Boot? Mit Luft. Bin ich besser zu? Ah. Was ist denn gut? A, B oder... Es ist das Beste. Ja, bin ich jedenfalls gut. Also es ist glaube ich, S, A, B, C, D, E. E. A, S, S A, B, C, D. Asozial. Wobei S das Beste ist. C ist Code. Mit C. Haha. wo geht's weiter? Da. Okay. So. Ich kann mir neue Sachen kaufen. Nee. Neu. Nee, doch nicht. Doch. HK. Hey, die ist doch nicht neu. Klar, aber ich habe gar nicht genug Geld. Hey, die H&K P8, die ist neu. Wir hatten vorher nur die M92F. Ah, das ist... Ja? Ja. Außerdem ist hier unten, Alter, die Dragunov SVD. Dragunov ist geil. Sniper, ja. Und Stunrod. Das Elektroschockgerät, lol. Das kaufen wir. Ja, für 3000. Ja, Prost, Alter. So viel habe ich nicht. Ja, die ich habe 166. Die Pistole kostet 4000. Ja. Egal, wir müssen einfach weitermachen. Ready. Sag mal kurz, was trinken wir so warm hier? Ist echt unnormal. Haben wir keine Schätze, die wir verkaufen können? Leider nicht mehr. Schade. Ja, okay, dann. Ich hab noch Kekse. Ich hab keine Kekse mehr. Ich hab nur noch von Rausch Schokoholics Edelbitter aus. Einmal kurz essen. Es tut mir echt leid, aber es, Leute, ist echt nötig, ja. What happened to your partner? Was ist mit deiner Partnerin passiert? Jill und ich waren einem Mann namens Albert Wesker auf den Fersen. Ach, das ist jetzt in der Raccoon City Villa da, ne? Haben wir den ganzen Millionen Zombies, ey. Weiß nicht. Hat doch Raccoon City. Since then we've been trying to track him down. Then a few years ago we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella I got a tip last night from my aunt's heartless errand. Oh Gott, Thief. Ey, sehe ich gerade irgendwie anders aus, oder? Nein, Mann. Ach doch, ja klar, das ist seine alte Partnerin. What? Ein Vampir! Batman! Hey, Pam in der Face. Ja, auf, übertreib. Nein, den habe ich im neuen Resident Evil Teil gesehen. Habe ich in Resident Evil 3D gesehen, den Typen. Ja, genau. Tja, Munition leer. Was für
gegen den jetzt kämpfen, oder? Das schöne Glas! Guten Tisch!